Bam! So. Genug IKEA-Mobiliar zerschrotet. So, ich will runter. Runter! Wirf mich runter! Meine Magie ist ja an sich auch nicht so schwer. Die gute Fee. Hui. Meine Welt ist auch verschwunden. Ich dachte, du würdest mir helfen, anstatt mir dein Leid zu klagen. Hübsch. Ah, guck mal da. Hey, jetzt. Kohle und Mega-Ether. Ethanol. Mega-Ethanol. Yay. Alkohol für alle. Oh, was ich heute wieder für einen Stuss von mir gebe. Direkt nach der Arbeit zu Let's Playen war nicht meine beste Idee. Aber immerhin habe ich mich jetzt wieder aufgerappelt, mal wieder was LP-mäßiges zu machen. LP voll cool und so. Also, Merlins Zimmer, Level 9. Mal gucken. 141. Naja, nee, es ist ein bisschen viel. Ansprechen. Ach, nix. Ist schon gut. Ich verstehe das schon. Die Welt hier macht komische Geräusche. Ich dachte gerade so, warum zum Geier leuchtet mein Handy? Aber mein Handy leuchtet, weil Akku voll und so. Lass mich da hoch. Muss ich wahrscheinlich erst da rüber gleiten können oder was auch immer. Einfach schwimmen, 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 einfach schwimmen. Und zieh und zieh und zieh und zieh und zieh. Zwar kein perfektes Brustschwimmen, aber immerhin etwas. So. Auf nach Travers Ost. Wir kommen auch keine Viecher mehr. Das heißt, selbst wenn wir wollten, könnten wir nicht mehr trainieren. Nachher, die Tür ist ja zu. Dieser verflixte Umweg drumherum. Das ist so ätzend. Da wollen wir mal in die nächste Welt starten, würde ich sagen. Weil hier gibt es, glaube ich... Hier gibt es, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu tun fürs Erste. Man ist ja nicht so, dass wir nie wieder hier hinkommen. Tschu, tschu. So. So, sagen wir nochmal kurz Tschüss und dann... Abwehrkraft steigt geringfügig. Feuerschäden. Blutschäden. Ja. Müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt. Können wir mal gucken. Aha. Ich nehme erstmal alles für mich alleine, weil die beiden sind ja gut ausgerüstet. Ja, komm. Gehen wir mal frohlockend in die neue Welt und gucken, was uns da wartet. Ein Mokri! Vor der Villa mit Kniff in Traverse Town steht eine Leiter, Kubo. Ah, die Aussicht ist wundervoll, Kubo. Ja, da war ich auch schon, aber das müssen wir in Ruhe machen. Erstmal in die Welt hinaus. Bodenstation an Crew, der grüne Kreis zeigt euren Aufenthaltsort. Mit den Bewegen des Kreises lässt sich das nächste Ziel bestimmen. Ja,
Der Kampflevel gibt den Schwierigkeitsgrad an. Je mehr Sterne, desto stärker sind die Herzlosen in dieser Welt. So, Level 1 und Level 2. Dann gehen wir doch erstmal in Level 1, damit es hier chronologisch ist, ne? Chrono in der richtigen Reihenfolge. Gummischiff! Mit diesem Gummijet reisen wir von Welt zu Welt. Er ist wahrscheinlich Gummijet, aber ich nenne ihn Gummijet. Aber die Schiffe der Herzlosen werden versuchen, uns zu stören. Deswegen muss der Gummijet gekonnt gesteuert werden. Der Gummijet wird mit dem linken Analogstick gesteuert. Nach hinten legen, lässt ihn steigen, nach vorne legen, lässt ihn sinken. Die blaue Leiste zeigt die Energie von bzw. Lasern und Fangnetzen. Aber ja, vorsichtig sein, was den Energieverbrauch angeht. Die grüne Leiste zeigt die Schildenergie an. Fällt die Schildenergie auf 0, geht das zurück zur Abflugstelle. Ich sollte die Sachen auch einsammeln, die ich zerballer. So. Wenn ich was treffen würde, das wäre... Bam, 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 ich mach euch alle kaputt. Tschu. Protestgummi. Schutzschild. Ja, das mit dem Bremsen klappt nicht so ganz wie erhofft. Boah, voll galant da durchgeflogen. Alice im Wunderland. Die Welt, die ich über alles liebe. Ja, weil sie so unglaublich toll ist. Wundersame Begegnung. Wonderland. Zu spät, zu spät. Ich komme viel zu spät. Oje, oje, oje. Ich bin hier, aber ich sollte da sein. Höchste Zeit, muss doch weit. Oje, die Königin wird sich an meinen Kopf fordern. Ah, immer diese Leute, die es so eilig haben. Ah, noch ein Tag, was ich nicht benutzen kann. Ich hasse das. Ich vergesse immer, dass sie da sind und dann... Das nenne ich mal gesichert. Eine dreifache Tür. Die hat Stil. Wie ist er so klein geworden? Du bist einfach zu groß. Ah, er spricht! Müsst ihr so laut sein? Ihr habt mich geweckt. Guten Morgen, gute Nacht. Ich brauche noch etwas Schlaf. Warte, was müssen wir tun, um klein zu werden? Warum nimmst du nicht die Flasche da drüben? Der Türknopf hat bestimmt die ganze Nacht durchgezecht. Ich bin klein.
Und direkt bahnt sich Ärger an. Diese kleinen fliegenden Viecher erinnern mich immer ein bisschen an Vivi. Klappt der 1A. Pyropsplitter. Ups. Kommt schon. Ha, geschafft. Irgendwie kann man die Dinger wieder aufstellen. Ich weiß es nur nicht mehr. Oh, wieder ein grünes. Jo, so viel dazu. Oh. Den Kleinen habe ich ganz übersehen, weil Goofy direkt davor stand. So. Ansprechen. Na gut, der pennt. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Oder wir trinken nochmal was. Werden groß und randalieren erstmal eine Runde. Sag ich doch, wir randalieren erstmal eine Runde. Und jetzt können wir ganz zielstrebig, wie gehabt, fortfahren. Wenn die Tür schon keinen Bock hat, uns aufzumachen. Entschuldigung, das werde ich wahrscheinlich durchweg im Let's Play machen. Ich entschuldige mich im Voraus. Das Mädchen ist schuldig. Da besteht kein Zweifel. Die Begründung ist, weil ich es so sage, deshalb... Das ist unfair. Nun, hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Natürlich. Ich habe absolut nichts Falsches getan. Du bist die Königin, aber das gibt dir nicht das Recht, so gemein zu sein. Ruhe! Du widersprichst mir? Hey Jungs, wir sollten ihr helfen. Ja, aber wir. Dies ist eine fremde Welt. Das heißt, wir würden uns einfischen. Genau. Und das ist gegen die Regeln. Das Gericht befindet schuldig in allen Punkten. Schuldig der Beleidigung und des versuchten Diebstahls meines Herzens. Ab mit dem Kopf! Nein, nein, bitte nicht! Halt, aufhören! Wer bist du? Du wagst, meine Verhandlung zu stören? Entschuldigung, aber wir kennen den wahren Schuldigen. Aha, das sind die Herzloben. Jedenfalls ist sie nicht diejenige, nach der ihr sucht. Das ist Unsinn. Hast du Beweise? Bringt mir Beweise für Alices Unschuld. Sonst heißt es ab mit all euren Köpfen. Sammelt so viele Beweise, wie ihr wollt. Erstattet Bericht, sobald ihr soweit seid.